So, da sind wir wieder. Neuer Tag, neues Glück. Herzlich willkommen in einem neuen Vlog. Diesmal mit dem iPhone gefilmt. Ich habe meine Kamera vergessen. Aber ich hoffe, das geht trotzdem mit der Bildqualität. Wir sind auf dem Weizen, direkt nach den Sonderkulturen. Der sieht eigentlich ziemlich gut aus. Der piept hier ab und zu mal die ganze Zeit ein bisschen, weil ja, mit 100 Liter auf dem Hektar hat er so ein bisschen seine Probleme. Weil ihm er sagt, der Druck reicht dann nicht aus. Aber er reicht ja aus, aber er meckert halt bei dieser Druckschwelle unter ein Bar runter. Und das ist halt der Fall, wenn man da sieht, wir fahren ja ein Bar und unter ein Bar meckert er rum wegen zu wenig Druck. Ich mache auch schon ein bisschen Tempo, aber 100 Liter auf dem Hektar ist nicht viel und die Düse, die ich dafür habe, ist relativ grob. Das heißt, wäre die Düse jetzt feiner, wäre das ein geringeres Problem, weil er dann mehr Druck hätte. Ja, die Sorte, auf der wir gerade fahren, ist Spektral und dahinter, ein bisschen weiter auf der Seite, steht ja mein Versuch mit den zwei Sorten in einer Maschinenbreite sozusagen jeweils. Wir können auch gleich nochmal rausgehen, aber ihr seht selber, hier ist die Befahrbarkeit wirklich hervorragend. Wir waren hier. So, hier sind jetzt mehrere Punkte, die ich euch hier zeigen will. Ich stehe jetzt hier in der Senke. Ihr seht, der Boden ist schon relativ dunkel. Und hier ist normalerweise in normaler Saat, grober Saat, eine Stelle, wo man sich immer festfährt im feuchten Frühjahr. Ich kann euch das hier auch weiter zeigen. Also hier unten stand bis vor kurzem auch noch ein bisschen Wasser, wie man es da sieht. Einfach weil das Grundwasser so flach ist, also da ist ein Graben. Und irgendwann kommt ein Grundwasser und ihr seht es hier auch. Es ist feucht, aber es ist befahrbar. Und das ist ein Riesenunterschied von Direktsaat. Man schafft wirklich seine Flächen fertig zu machen. Leute, ich habe 70 Hektar unter grober Saat und ich komme da absolut nicht rauf, um die Flächen fertig zu machen. Und der zweite Punkt ist hier. Svenny hatte hier unten letztes Jahr nicht gemulcht und die Leute im Livestream haben das auch gesehen. Wir sind hier durchgefahren und haben quasi hier so ein bisschen Gestrüpp, Unkraut und da haben wir reingedrillt. Und das sah eigentlich schon so aus, als man gedacht hat, oh, ob das wohl was wird. Aber das ist so krass, wie man jetzt hier sieht. Die Ablage war wirklich gut. Und von dem ganzen Kraut, was hier unten war, also das war hier unten so am Rand, ist kaum noch was übrig, wenn man hier so reinguckt, ja. Man sieht hier so ein bisschen noch was von dem Material, von der Mulchschicht, aber im Gesamten ist das schon weg. Ja, der Vorteil jetzt von dem iPhone, das macht natürlich deutlich bessere Aufnahmen hier mal. Ja, also die Struktur von dem Boden ist deutlich besser. Ja, sieht man das. Und man sieht schon, wie zersetzt das ist und wie fein das hier ist und wie gut zerfressen das langsam ist von den Regenwürmern. Also alles in allem, der Bestand steht hier gut. Das sind hier zwei Sorten, deswegen ist das hier so ein bisschen gestreift. Einfach mal ein kleiner Versuch, um ein bisschen den Protein von dem Informer ein bisschen anzuheben, indem man eine Sorte, eine andere B-Weizensorte, Spektral in diesem Fall, untermacht, die ein bisschen besser im Protein performt. Einfach mal, um zu gucken. Ja, kann man uns das mal einmal angucken. So sieht das aus. Und hier haben wir jetzt Gärreste auch hingefahren. Da sieht man auch so ein bisschen, da sind die Gärreste und da zum Beispiel. Und auch hier, wenn man sich die Fahrgäste anguckt, man überlegt mal, Leute, wir sind hier mit 60 Tonnen durchgefahren von den Gärresten. Das wäre aktuell auf der Grubbersaat undenkbar, dass es so funktionieren würde. Sorry für die Windgeräusche, Leute. Ich habe keine Mikros dabei. Und ich will euch noch mal einmal die Düse zeigen. Moment. So sieht die aus. So sieht die Düse aus. Kriegen wir nicht scharf. Doch, jetzt kriegen wir sie scharf. So sieht die Düse aus. Die hat da so einen Schlitz da drin. Und da kommt das so ein bisschen raus wie aus der Gießkanne. Ja, das heißt, ich habe so einen Tropfenbereich. Und das ist halt der Vorteil. Ah, ich habe eine wunderbare Verteilung. Und wir haben große Tropfen, die an den Pflanzen abperlen und dann zum Grund kommen und dann aufgenommen werden. Also das soll nicht über das Blatt aufgenommen werden, sondern hauptsächlich nur über den Boden und nicht über die Blätter. So, bin jetzt hier direkt seit Weizen nach Raps und hier hatte mir mein Nachbar ein bisschen was weggepflügt. Ich hatte das schon im Herbst gezeigt. Und ja gut, jetzt hat er die Fahrgäste so dicht gemacht, aber wir haben eigentlich abgemacht, er drillt mir den Weizen so weit wie mein Feld geht und ich nutze dann einfach den Weizen mit. Also, so haben wir uns auf jeden Fall geeinigt, was ich euch einmal zeigen wollte. Hier war es geflügt. Also hier, man sieht das, man kann hier gut den Boden eindrücken. Geht aber, ich würde fast sagen, der ist befahrbar, aber im Vergleich zu Direktsaat. Aber ich würde sagen, beides wäre hier befahrbar. Ja, also hier kriegt man da nichts reingedrückt. Nichtsdestotrotz sieht der Weizen auch ganz gut aus. Das ist Bio-Weizen übrigens.
Sieht gut aus. So, gucken wir uns das Ganze nochmal hier aus der Kabine an. Also das steht wirklich gut. Wichtig ist immer, dass überall Pflanzen da sind. Dann kann man damit arbeiten. Ne? Da haben wir natürlich eine Zone, wo Schweine gewühlt haben. Ich denke, das wird sich noch gut verwachsen. Und auch hier, wo ein bisschen Lagerraps war, ist hier und da ein bisschen weniger Pflanzen und ein paar weniger Pflanzen. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen dran arbeiten. Vielleicht hätte man nach dem Lagerraps am besten mit einem Strohstriegel oder sowas arbeiten können, um da nochmal die Pflanzenteile schön zu zerkleinern. Aber ich glaube, das ist einfach eine Sache, wo man lernen muss bei Direktsaat, um das immer noch besser zu machen. Aber alles in allem, finde ich, sieht der ganz gut aus. Und wenn man bedenkt, dass er ja auch mal ein bisschen länger braucht, um wirklich in Gang zu kommen, also wenn er jetzt noch eine Woche warme Temperaturen hat, glaube ich, sieht er nochmal ganz anders aus. Und glaube ich, dann kann man was draus machen. So, Leute, jetzt sind wir wieder mit der GoPro unterwegs. Nächster Tag. Ich war heute Morgen früh schon mit der Spritze unterwegs auf dem Raps. Ich habe da noch die Herbizidbehandlung gegen Kamille und Ähnliches gemacht und der ist jetzt erstmal soweit durch. Ja, das wollte ich noch schnell abschließen. Jetzt sind die Jungs nämlich von Trimmel da und bauen mir den Autopilot rauf. Da kommen wir später zu. Jetzt wollte ich mir einmal noch mal schnell den Weizen angucken hier. Hier waren wir jetzt mit Gerste, Vorgewende noch nicht. Flüssigdünger war ich auch schon. Und jetzt wollte ich heute Abend die Kräuter wegspritzen. Ich muss mal gucken, wie ich vorankomme. Ich habe jetzt noch eine Spritze Flüssigdünger, dann wäre ich damit auch fertig. Genau. Und deswegen direkt Kräuter rausspritzen. Herbizidbehandlung fand hier ja noch gar nicht statt. Gut, dass das wegkommt. Beim Raps kann ich euch sagen, habe ich jetzt Folgendes gemacht. Seit letztes Jahr. Das kleinere Stück hat 2 Gräserbehandlungen bekommen und eine Herbizidmaßnahme gegen 2 Keimblättrige. Das war's. So wie jetzt Dünger. Kein Erdfloh hatten wir nicht, genau. Das große Stück hatte auch kein Erdfloh. Und eine Gräsermaßnahme, eine Herbizidmaßnahme. Das ist das, was ich bis jetzt gemacht habe. Und jetzt natürlich Mikros und Dünger. Hier ist es so, haben wir bis jetzt auch nur gedrillt. Gärreste und Flüssigdünger. Ihr fragt euch immer gerne, was das alles kostet. Ich kann euch das schon mal sagen. Beim Raps eine Gräserbehandlung sind 25 Euro oder 20, nagelt mich nicht drauf fest, netto. Die Herbizidmaßnahme gegen 2-Keimblättrige hat jetzt, glaube ich, 50 Euro auf dem Hektar gekostet, 70 Euro auf dem Hektar. Dann haben wir jetzt ausgegeben, Flüssigdünger, die 100 Kilo, haben gekostet 30 Euro. Genau, dann sind wir schon bei 70, 75, 105 Euro. Gärreste, was kann man da veranschlagen? Ich glaube, auf die Strecke kann man ungefähr mit 4 Euro rechnen. Jetzt nicht, was mir das kostet, sondern ungefähr, was das gekostet hätte. Bei mir muss man natürlich die Güllestechnik pro Hektar rechnen. Sagen wir mal, ein Huni hat das nochmal gekostet. Auf dem Hektar haben wir schon mal 200 Euro ausgegeben. Saatgut sind wir, glaube ich, auch bei 100 Euro. Sind wir schon mal 300 Euro. 300 Euro, die wir da schon mal hingeworfen haben, auf dem Hektar. Pacht, sagen wir mal, mit 500 sind wir schon mal bei 800 Euro in den Kosten. Und dann kommt der ganze andere Kram ja eigentlich auch noch zu. Also das heißt, wir müssten jetzt schon mal mindestens 2 Tonnen ernten, um plus minus null zu fahren. Dann haben wir aber noch nicht Personal, Wasser-Bodenverband und diese ganzen Kram noch drumherum gedeckt. Und die ganze restliche Technik ernten, dies, das, jenes. Genau. Hier sind wir jetzt beim Herbizid, glaube ich, das war 80 Euro, die wir jetzt hier rauffahren. Ja, genau. Dann 30 Kubik Gerste habe ich hier gefahren und 100 Kilo erstmal Dünger. Das sind über 100 Kilo. Ich habe 100 Liter gefahren, so 130 Kilo, das ist ein bisschen mehr. Das kostet dann 40 Euro. 40 Euro auf dem Hektar, diese Maßnahme. So, genau. Kommen wir dazu, aber ihr fragt euch ja immer, was das alles kostet. Hier sehen wir jetzt natürlich relativ viele Kräuter und die müssen auch ganz schnell, relativ schnell jetzt weg. Hier standen ja die ganzen Sonderkulturen und alles im Allen sieht der Bestand wirklich gut aus. Ja, ist natürlich Direktsaat, der braucht ein bisschen mehr, bis der in Gang kommt, ist logisch. Und das möchte ich schnell wie möglich hier abarbeiten. Gräser haben wir hier gar keine. Also ich habe bis jetzt nichts weiter gesehen, weder eine Rispe noch eine Quecke. Oder anderes, also ja, Ackerfuchsschwanzstandort sind wir auch nicht. Von daher sieht ganz gut aus, weil ich euch aber noch zeigen will, hier vorne kommt der Akzent. Und Akzent ist hier schon. Der ist deutlich frohwüchsiger, seht ihr das? Der Informer war letztes Jahr auch relativ verhalten aus dem Winter gekommen.
Hier keine Gerassie, ist nur flüssig da raufgekommen bis jetzt. Aber ihr seht das, deutlich größer, ne? Deutlich größer der Bestand. Wir können auch im Vorgewände gucken. Da war ja, hier war Leindotter, Vorgewände war der Senf. Den hatten wir ja da weggemulcht. Kann ich euch das mal zeigen? Da sieht der Bestand natürlich auch ein bisschen, ja, oder beziehungsweise sieht genauso aus, aber entsprechend sieht man das ein bisschen anders jetzt. Ja, also hier ist so eine Mulchkante, sieht da ein bisschen sauberer aus, nicht so strüppig. Und hier ist der Akzent. Aber das sieht man schon auch gestern, den ich im Raps gezeigt habe. Akzent hebt sich dann doch ein bisschen weiter hervor. Ist schon ein bisschen weiter im Alm. Ist, glaube ich, auch ein bisschen früher in der Reife. Genau, den wollen wir jetzt sauber machen. Damit geht es für heute Abend weiter. Also ich gehe davon aus, die Jungs brauchen 3 Stunden ungefähr. Dann, das werden wir auch gleich im Video sehen. Kleine Erklärung. Erst ein Satz und dann fahren wir, denke ich mal, los. Machen noch die eine Flüssigdünger und dann gucken wir mal, dass wir eine noch mit Herbizid fahren, bevor morgen die Spritze umgebaut wird. Und da auf jeden Fall vielen, vielen Dank für eure Zuschriften auf Instagram und so. Also mich haben 6 Leute angeschrieben, die bereits Pulsweitenmodulation fahren. Sind alle im Prinzip sehr, sehr begeistert. Grundtonus war, bei einigen ist es noch Zukunftsmusik, dass sie eigene Applikationen für eigene Düsen fahren können, beziehungsweise Kartierung. 50 cm Raster klappt da nicht, also da ist tatsächlich eine Spritze, eine Breite. Aber so weit runtergerastert muss es ja erstmal gar nicht sein. Es reicht ja schon, wenn es letztendlich ja, eine Teilbreite pro Breite ist, also vielleicht 13,50 Meter. Ja. Wäre schon mal ein Anfang. Aber ansonsten sind sie alle begeistert, vor allen Dingen, dass man mit einer Düse sämtliche Tropfenspektren abgreifen kann. Genau, also bis jetzt waren alle sehr begeistert, die das geschrieben haben. Ne, einer nicht. Ich glaube, einer hat in den Kommentaren das nicht geschrieben, hat geschrieben, als eine Zukunftsmusik haut alles noch nicht so richtig hin. Genau, aber der war auch eine Firma, die anderen nicht hatten. Also, so möchte ich das jetzt sagen. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Zuschriften. So. Also, so ist der Plan erstmal fest hier, da machen wir weiter. Und dann müssen wir gucken, wann wir mit Gerreste vorankommen. Meine Jungs sind mit den Zubringern erstmal wieder unterwegs und ich will pflanzenschutztechnisch abarbeiten. So, jetzt sind wir hier beim Schlepper angekommen. Ich habe ja vorhin versehentlich gesagt, Trimble kommt zu mir, aber ihr seid ja Firma Vantage. Ihr habt die Exklusivrechte für Trimble in Deutschland. Stellt euch doch einfach mal vor, was macht ihr denn? Genau, ich bin der Stefan. Hannes, hallo, schön, dass wir hier sein dürfen. Ich arbeite bei Vantage Agrometius und wir sind der exklusive Vertriebspartner für Trimble in ganz Deutschland. Also alles, was an Trimble-Produkten in der Nachrüstung in Deutschland vertrieben wird, läuft dann über unseren Kanal. Wir sind nicht nur im Bereich des Vertriebs unterwegs, sondern sind auch in ganz Deutschland aufgestellt mit Service. Das sind Kriterien, die ein Vantage-Händler erfüllen muss, um sich ja, Vantage-Händler nennen zu dürfen. Und ich sage immer, wir sind eigentlich in jeder Stelle in Deutschland innerhalb von 2 Stunden. Also wir sind wirklich in der gesamten Fläche unterwegs. Mhm. Das heißt, also wenn ich so ein System haben möchte, dann wende ich mich direkt an euch als Firma und bekomme dann komplett die Betreuung auch über euch. Das heißt, der Landhandel oder Ähnliches ist gar nicht involviert, sondern immer ihr. Und ihr macht dann dementsprechend auch den Service dafür. Das geht sowohl als auch. Wir können es über einen Landtechnikhändler vor Ort abwickeln. Wir können es aber auch gerne direkt machen. Das würde dann so ablaufen, dass einer von meinen Kollegen aus dem Vertrieb beim Kunden vorbeikommt, den Kunden berät, welches System für den Kunden in Frage kommt, was möchte der Kunde gerne umsetzen, was wird benötigt und anhand dessen wird dann ein Angebot erstellt und wenn dann dieses Angebot in Frage kommt, dann würde ein Kollege aus dem Service vorbeikommen. Die Jungs sind da alle mit einem Bulli ausgestattet, wo alles an Material drin ist, was für den Aufbau benötigt wird und dann wird die Montage oder der Aufbau des Systems wird dann beim Landwirt vor Ort gemacht. Eigentlich kann man so grob sagen, eine Montage von einem Lenksystem dauert so grob einen Tag. Das würde dann halt wirklich die Montage der Hardware beinhalten. Dann wird das ganze System eingerichtet, genauestens kalibriert und dann im Anschluss findet dann eine Einweisung für den Kunden statt, dass der dann auch direkt mit der Arbeit beginnen kann. Genau, also bei mir hat es jetzt 4 Stunden gedauert. Ist, glaube ich, auch schon ein bisschen einfacher gewesen. Der Fendt war vorgerüstet. Genau, hier der Fendt war jetzt vorbereitet. Da braucht man dann keinen Lenkradmotor aufbauen. Da geht das immer ein bisschen einfacher. Aber wenn wir dann einen Aufbau haben mit einem Lenkradmotor, das Originallenkrad muss runter, dann der Lenkradmotor drauf, der Gegenhalter muss an der Lenksäule fixiert werden,
Das dauert immer ein bisschen länger und da kann man dann immer so von grob einen Tag Montage ausgehen. Also eigentlich ist die Montage der Hardware-Komponenten gar nicht das Aufwendigste, sondern eigentlich vielmehr die Verlegung der Kabel, dass alles wirklich sauber unter der Konsole verlegt ist, weil das ist auch unser Hauptaugenmerk, dass die Systeme sauber aufgebaut werden und super kalibriert werden und alles, damit wirklich da nicht irgendwo ein Kabel scheuert und wir dann irgendwo eine Störung haben. Mhm. Ist ja nun 826 ein bisschen moderner, aber ab welche Generation Schlepper könnt ihr denn? Also das kann man so genau gar nicht sagen. Also wir brauchen an sich eigentlich nur eine Stromversorgung und eine hydraulisch unterstützte Lenkung. Für Schlepper, die neuer sind, die eine Vorbereitung drin haben, da brauchen wir dann keinen Lenkradmotor, da brauchen wir nur einen Empfänger und ein Display. Display setzen wir in eine Kabine, Empfänger oben aufs Dach, dann kann es eigentlich schon losgehen. Über einen CAN-Bus greifen wir dann auf das Lenkventil drauf zu, können dann auch wie hier bei dem Fendt dann über Go und End die Lenkung auch aktivieren. Und bei älteren Schleppern, die noch keine Vorbereitung drin haben, da würden wir dann einen Lenkradmotor aufbauen. Und da brauchen wir eigentlich dann wirklich nur eine Stromversorgung und eine hydraulisch unterstützte Lenkung, weil der Lenkradmotor auch irgendwo an seine Grenzen sonst kommt. Deshalb jetzt wirklich ein Oldtimer, der noch keine hydraulisch unterstützte Lenkung hat, da müsste man dann im Zweifel gucken, wie schwer geht die Lenkung wirklich, ob der Motor das dann schafft. Jetzt hole ich mir vielleicht dieses schöne System hier und denke mir so, ach Mensch, auf meine Erntemaschine im Sommer, das wäre ja ganz cool, da muss ich vielleicht nicht spritzen. Gibt es da die Möglichkeit, das auch kosteneffizient überzubauen, rüberzubauen? Ja, das ist gar kein Problem. Also wir können das System auch auf mehreren Maschinen gleichzeitig oder auf mehreren Maschinen nutzen. Wir gehen dann eigentlich in der Regel immer so vor, dass wir dann auf jede Maschine, wo das System aufgebaut werden oder genutzt werden soll, dass wir da dann den Kabelbaum fest verbauen, dass wirklich dann nur die Stecker für die Hardware-Komponenten an den passenden Stellen rausschaut, dass der Kabelbaum nicht lose in der Kabine rumfliegt, weil sonst hat man da nicht lange Freude mit. Und dann kann man wirklich die einzelnen Komponenten, Display, Empfänger und auch Lenkradmotor, ich sag mal innerhalb von einer Viertelstunde von einem Schlepper auf den anderen bauen oder auf dem Mähdrescher oder auf dem Feldhäcksler, so wie man das möchte, und muss dann einfach nur am System das Fahrzeugprofil ändern, denn im Fahrzeugprofil, das zeigt Yannick euch gleich sonst vielleicht auch, da ist dann alles genau hinterlegt, wie hoch sitzt der Empfänger, wo sind die Koppelpunkte, weil das muss das System ja alles genau wissen, und je genauer das angegeben ist, desto genauer kann das System natürlich auch arbeiten. Ja, ich glaube, das ist auch ein interessanter Punkt, gerade ein System auf mehreren Systemen überzusetzen. Genau. Und damit muss der Mähdrescher sicherlich auch nur Servolenkung haben, hydraulische Lenkung, und dann funktioniert es da auch. Du hast vorhin gesagt, du hast so einen Lenkmotor mit. Lass uns den nochmal angucken. Ja, ich muss den mal eben gerade holen. Jetzt zeig mal her, das gute Stück. Jetzt hast du hier den Motor einmal. Genau, das hier ist der SRM 300. Das ist jetzt die neueste Lenkradmotor-Generation. Das ist ein reiner Magnetspulmotor, wo ein Lenkwinkelsensor drin verbaut ist. Also wir brauchen keinen zusätzlichen Lenkwinkelsensor auf der Vorderachse. Der ist hier mit drin verbaut. Der kalibriert sich alle 10 Meter neu. Daher weiß dann das System immer ganz genau, wie stehen gerade meine Räder. Und dann von hier unten sieht man, das sind jetzt die Plattform-Kits, die Adapter. Und damit können wir dann wirklich auf jede gängige Lenksäule drauf. Da haben wir wirklich für jeden Schlepper das passende Plattform-Kit, so nennen wir das, um da dann auf jeden Schlepper drauf zu kommen. Wenn er einmal vorbereitet ist, dieser Motor, wie schnell kann ich dann sozusagen den abziehen, das alte Lenkrad draufstecken und das meinetwegen auf meinen Drescher raufmachen? Also wenn das einmal vorgerüstet ist und mir kommt morgens in den Sinn, ach Mensch, ich wollte doch noch auf die eine Fläche spritzen. Wie schnell geht das? Also wenn wir das Ganze hier auch tauschen müssen, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger, aber es dauert auf jeden Fall nicht länger wie eine halbe Stunde. Wenn die Systeme häufig gewechselt werden sollen, wirklich dann bald täglich oder wöchentlich, dann würde ich vielleicht sogar hingehen und den Lenkradmotor fest auf jeder Maschine verbauen, dass ich wirklich dann nur Display und Empfänger tauschen muss. Weil der Lenkradmotor, dadurch, dass wir hier die Verzahnung, das Plattformkit dann auch gegebenenfalls immer tauschen müssen, dauert es da dann schon ein bisschen länger. Das ist jetzt nichts für einen täglichen Wechsel. Da müsste man dann wirklich im Einzelfall gucken, wie wird das betrieblich eingesetzt. Mhm. Und dann haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, sozusagen die Spuren direkt an eine Cloud weiterzugeben. Das heißt, wenn ich jetzt mit Schlepper A und habe euer System drauf, Spuren hier ein, meinetwegen vom Drillen oder sowas, und ein paar Stunden später möchte jemand spritzen mit einem anderen Schlepper, der kann sofort auf die Spuren zugreifen. Genau, wir können da die Displays untereinander connecten, das ist dann Autosync. Das heißt, wie du es gerade schon erklärt hast, wenn ich jetzt hier eine neue Spur anlege oder ein neues Feld anlege oder eine neue Feldgrenze, dann wird die automatisch in eine Cloud hochgeladen, und wenn dann der
ich bin jetzt mit der Bodenbearbeitung unterwegs und danach kommt dann einer mit der Sämaschine, mit der Drille und möchte gerne diese Spur auch nutzen, dann kann der sie sich einfach auch dann laden und hat die drin und kann genau auf der gleichen Spur dann auch fahren. Gerade so im Bereich Strip-Till, wo man erst mit dem Güllefass unterwegs ist und das Gülleband im Boden ablegt, da kommt es ja wirklich auch auf maximale Genauigkeit an, dass das Maiskorn auch dann bei der Aussaat wirklich genau aufs Gülleband gelegt wird. Gerade in dem Bereich macht es natürlich schon Sinn, da mit Autosync zu arbeiten und da können wir x-beliebig viele Systeme miteinander connecten. Genau, wenn sich viele fragen, wo denn noch, zum Beispiel Mähdrescher 2, 3, das klassische Beispiel, wenn die Flächen noch keine Spuren haben, fährt einer eine AB-Linie vor, die anderen greifen drauf zurück. Ist auch das, was momentan die Hersteller alle so ein bisschen rausgebracht haben, da wo es immer so ein bisschen gekniffen hat. Oder zum Beispiel Schwaderfahrer und Häcksler, ist auch so ein Klassiker, genau, wo man sowas sehr gut integrieren kann. Jetzt interessiert ja viele immer noch so der Preis für den Einstieg. Wenn ich jetzt einfach mal anfangen will, nicht RTK, sondern ich will vielleicht erstmal für den Anfang was haben. Preis ist immer schwierig zu nennen, weil es gibt natürlich verschiedene Displays, verschiedene Empfänger. Der Lenkradmotor ist an sich auch immer der gleiche, aber dann gibt es verschiedene Freischaltungen. Aber ein einfaches Lenksystem, wo es wirklich nur ums reine Lenken geht, da fangen wir in etwa bei 6.000 Euro dann an, plus natürlich dann die Montage, die dazu kommt. Das machen wir in der Regel eigentlich auch immer selber, gerade wenn es danach auch mal um Gewährleistung geht und alles, dass wir da auch dann wirklich dann wissen, was haben wir da verbaut und alles und dass die Kabel vernünftig verbaut worden sind. Deswegen machen wir die Montage in der Regel eigentlich immer selber. Genau. Okay, hört sich interessant an. Ich glaube, 6.000 Euro für diese Technik ist tatsächlich auch, würde ich fast sagen, nicht wirklich teurer geworden über die letzten Jahre. Ich habe auch mal so ein System vor vielen Jahren gekauft, da war es deutlich teurer noch. Ist, glaube ich, interessant, zumal wenn man auch das noch auf dem Mähdrescher, auf dem Häcksler nutzen will. Und du sagst ja, ihr könnt auch wirklich vorbereiten, dass man innerhalb von ein paar Minuten ist man dann wieder auf seinen Schlepper oder auf dem Mähdrescher und genau, nutzt das mit. Wir haben viele Kunden, die das System wegen meiner im Frühjahr auf dem Pflegeschlepper nutzen. Und wenn die dann im Frühjahr fertig sind mit Dünger streuen und mit der Spritze, dann geht es im Sommer für 14 Tage auf dem Mähdrescher. Viel mehr Druschtage haben wir in der Regel meistens gar nicht. Und wenn der Drescher dann in der Ecke gefahren wird, dann kommt das System rüber auf den Ackerschlepper für die Bodenbearbeitung und die Aussaat. Und dann habe ich wirklich ein System, was das Ganze hier über den Einsatz ist. Und der Vorteil einfach gerade, wenn ich auch unterschiedliche Fabrikate habe, wegen meiner Klaas, ein Fendt und ein John Deere, ich habe, was Lenksystem angeht, immer das gleiche System mit dabei. Ich kann meinen Fahrer einmal auf das System schulen und er weiß genau, wie das funktioniert. Ich vergleiche das immer ganz gerne. Das ist so, wenn ich jetzt einen Tag mit einem Samsung rumlaufen würde und am nächsten Tag müsste ich mit einem iPhone arbeiten. Das funktioniert, aber man muss sich trotzdem immer erst umgewöhnen. Und mit einem Trimble-Lenksystem haben wir einfach den Vorteil, dass wir auf allen Schleppern ein gleiches System haben mit der gleichen Bedienoberfläche. Okay. Ja, würde ich erstmal sagen, das war's von den Fragen her. Ja, und dann schauen wir uns das Ganze mal gleich in der Kabine an. Dankeschön. Okay. Ja, dann erklär mal, ich habe heute Morgen gesehen, du hast erstmal gleich das Dach aufgeschraubt. Wie geht ihr voran, wenn ihr dieses System aufbaut? Genau, also als allererstes, ich sag mal nach der Begrüßung natürlich, wie heute Morgen bei dir auch, die Frage, wo soll das Terminal hin? Wenn wir das wissen, dann ist eigentlich schon das Größte ja, erledigt. Die Antenne, die haben wir jetzt hier bei dem Fendt oben in die Dachluke mit eingesetzt, weil dort auch die ganzen originalen Anschlüsse sind, wo wir dann einfach nur auf den Cambus zugreifen. Ansonsten setzen wir die außen oben auf die Dachhaut. Ja, entweder sind schon Halter da oder wir bringen von uns welche an. Ja, und dann werden die Kabel alle schön verlegt, sodass man eigentlich, ich sag mal, es ist zwar eine Nachrüstung, aber wir versuchen das immer so einzubauen, dass man möglichst nicht sieht, dass es genau, im Groben und Ganzen sieht man nichts. Man sieht jetzt hier ein Kabel runterkommen an der Seite. Der Rest ist oben in der Kabine integriert. Was mich überrascht hat, wir steuern das tatsächlich am Ende über End & Go, korrekt? Genau. Genau, das können wir, weil das auch über den Kennbus mit angeschlossen ist. Mhm. Wenn wir jetzt natürlich keine Lenkvorbereitung haben, dann bauen wir einen extra Taster mit ein. Da können wir einmal einen mit in die Armlehne setzen oder wir haben die Möglichkeit auch noch einen Fußtaster mit zu installieren. Okay. Das Display, erzähl uns mal da was dazu. Das ist ja natürlich ziemlich groß. Ist es das Größte, was ihr da so habt oder gibt es kleiner, größer? Erzähl mal. Genau, das ist GFX 1260. Das ist das Größte der neuen Generation. Mhm. Hat einen 12 Zoll Touchscreen. Wir haben das Ganze auch noch zwei Nummern kleiner, einmal im 10 Zoll und einmal in 7 Zoll. Das ist ein ISOBUS-Terminal, richtig? Genau, das ist ein ISOBUS-Terminal. Da kann ich Section Control, Applikationskarten, kann ich alles mit drüber steuern. Okay, das heißt, ich könnte da zum Beispiel jetzt einen Düngerstreuer, Spritze, whatever anschließen, genau. Kann mir das darüber mit anzeigen lassen, darüber das Section Control alles mit steuern lassen und müsste das nicht zwangsläufig über den Fendt machen genau. lassen. Oder
Wie sieht es denn aus, wenn ein Schlepper keinen Isobus hat? Dann rüsten wir auch Isobus an den Schlepper mit nach. Das können wir auch machen. Dann kriegt man eine Isobus-Dose hinten auf den Halter gebaut. Mhm. Und dann wird das, ja, schließen wir den Isobus-Grundkabelstrang, heißt der, mit an die Batterie an. Und legen dann die Kabel dementsprechend auch schön in die Kabine rein. Und dann hat man auch, wie hier oben auch, eine In-Cap-Dose. Und dann wird auch alles, das Isobus vom Display auch unter die Verkleidung gelegt. Und dann kann man jederzeit ja auch noch einen Joystick anhängen. Und so hat man eigentlich, so kann man auch einen Schlepper aus den 90ern auf den aktuellen Stand der Technik von heute. Das ist natürlich interessant, weil manchmal möchte man nur bestimmte Innovationen neu in seinem Schlepper haben. Zum Beispiel Isobus, weil dann neue Anbaugeräte mit mal neue Möglichkeiten bekommen. Genau. Aber möchte manchmal nicht den Schritt zum neuen Schlepper geben, weil man vielleicht an seinem 1455 so hängt. Genau. Dann könnt ihr das auch alles nachrüsten. Genau. Das ist alles kein Problem tatsächlich. Interessante Sache. Und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr soweit seid, könnt ihr natürlich auch Applikationskarten. Ja. Die GPS-Spuren, die wir jetzt fahren, die sind auch von diesem Fendt übernommen, beziehungsweise auch von dem anderen. Also die haben ja dieselbe Basis. Ihr könnt aber alle Hersteller quasi übersetzen, beziehungsweise euer Lenksystem nutzen für alle Hersteller. Genau. Wir haben hier ganz normal, also auch die Möglichkeit, ganz normal ISO XML einzulesen, und das ist eigentlich der, das sollte jeder Hersteller können. Mhm. Man kann hier wirklich alle Spuren auch drauf. Erklär uns doch mal vielleicht nochmal grundsätzlich die Bedienung. Wie ist das System aufgebaut? Genau. Das Ganze basiert auf einer Android-Betriebssystem. Ja. Was uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, mit dem Quick-Support zu arbeiten. Mhm. Da können unsere Jungs und wir uns draufschalten bei Problem, können 1:1 das sehen, was der Kunde sieht, können bedienen und können so auftretende Fehler, Fragen etc. schon am Telefon lösen. Mhm. Genau, es sieht eigentlich aus wie ein Tablet. Ja, und zum Starten drückt man einfach hier auf die Precision IQ. Ja. Dann lädt sich hier einmal vorne die Startseite. Okay. Da habe ich hier oben den aktuellen Korrekturtypen, in dem Fall Centerpoint VHS, also RTK NET. Ja. Nochmal ein paar Systeminformationen, dass auch alles aktiviert ist. Hier oben in der Mitte das aktuelle Fahrzeugprofil, das Arbeitsgerät, auf welchem Feld wir sind und was für eine Aufgabe wir machen. Mhm. Wenn ich jetzt losfahren will, sagen wir mal, ich bin jetzt hier auf der Fläche Stall groß, heißt die. Wie gehen wir da vor? Ja. Wenn wir auf der Fläche stehen, sind wir einmal auf Feld. Dann sieht man hier die Felder alle. Dann wählt man Stall groß aus. Ja. Jetzt sieht man hier auch schon auf der Karte, hier unten stehen wir. Ja. Hier ist die Feldgrenze außenrum. Dann hat man das Feld ausgewählt. Mhm. Gehen wieder auf zurück. Mhm. Die Aufgabe ist noch die gleiche. Mhm. Sprühen. Und dann drücke ich hier oben auf das Run-Männchen. Und dann fragt er einmal, ob man das Lenksystem aktivieren möchte. Ja. Dann drückt man Ja. Dann wähle ich mir die Spur aus. Ja, die heißt hier Fahrgasse. Fahrgasse. Okay. Wir stehen direkt auf der Fahrgasse. Wir haben auch noch nichts gemacht, gar nichts. Der hat die so auch von der ISO XML übernommen. Ja, und dann fahre ich los und aktiviere ganz normal beim Fendt, wie man es gewohnt ist, sein Lenksystem und fährt. Das heißt, ich aktiviere hier ganz normal hier erstmal die Vorbereitung. Genau. Und dann über die Taste oder alternativ kann ich hier mit der mir das hier drauflegen. Genau. Und kann dann einfach die Fläche abfahren. Genau. Ja, dann würde ich sagen, das gucken wir uns nachher mal gleich im Feld an, wie das läuft. Und dann sage ich erstmal Dankeschön. Ja. Genau, ein Punkt, den ich noch anmerken wollte, ich werde jetzt hier einfach noch eine Werbeeinblendung. Krasse Haare heute, Hannes. Ich werde hier noch eine Werbeeinblendung einfach oben machen während des gesamten Videos. Ich bekomme dafür zwar kein Geld, aber letztendlich kann man immer sagen, ist Geld wert nach Vorteil. Ich will mich einfach bloß absichern, um keine Strafe oder sowas zu bezahlen, weil ich irgendwas nicht richtig kenntlich gemacht habe. Normalerweise ist es so, kann ich euch erzählen, Maschinentest, also wenn man etwas bekommt, was man hinterher wieder zurückgibt, dann muss man das nicht als Werbung kenntlich machen, sondern es ist ja wie ein Test. Wie die ganzen Autokanäle zum Beispiel, die haben ja, bekommen ja mal ein Auto zum Testen und geben es wieder weg. Die müssen auch keine Werbeeinblendung machen. So ist es eigentlich auch bei Maschinentests. Aber man weiß nicht so recht, wem das denn letztendlich alles stört. Und von daher mache ich sicherheitshalber einfach mal eine Werbeeinblendung rein. Aber für euch ist wichtig zu wissen, das ist mir auch wichtig, ich bekomme dafür kein Geld. Ich nehme dafür kein Geld. Maschinentests bleiben kostenlos. So.
So, ich bin jetzt hier mit dem Rest auf meine Gerste angekommen. Habe jetzt noch ungefähr eine Tonne drin. Ihr seht, da drüben auf der anderen Seite liegt auch schon einer drin mit der Spritze. Das ist hier die Gerste, wo ich mich letztens drin festgefahren habe. Ja, also ist wirklich schlecht befahrbar. Ich zeige euch das gleich mal auf dem Rückweg. Ansonsten sieht der Bestand, finde ich, ziemlich gut aus. Ist schön homogen. Natürlich ist der noch nicht so weit entwickelt, ist halt eine Gerste nach dem Weizen, aber das hat in den letzten Jahren eigentlich gut funktioniert. Obwohl ich gefühlt dieses Jahr das Gefühl hatte, es ist ein bisschen kälter. Vom Winter kamen sie dann doch relativ gut früh raus, aber die brauchen jetzt auch wirklich auch Nährstoffe, damit sie auch gut und schnell kompensieren kann. Genau. Ansonsten glaube ich, soll es das erstmal gewesen sein in dieser Folge mit dem Ganzen. Und dann fahre ich jetzt hier noch, wenn nichts passiert, diese restlichen 700 Liter weg. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, sag ich mal. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen.